einen neuen Cheftrainer präsentieren zu können vor der Pressekonferenz. Peter Bosch ist bei uns und ich begrüße ihn ganz herzlich hier bei uns. Ja, Peter, neuer Trainer bei Borussia Dortmund. Wie fühlt sich das an? Ich bin aufgeregt, weil ich bin stolz, dass ich für so eine große Mannschaft arbeiten darf. Und ja, ich freue mich darüber. Wie ist deine Entscheidung gereift und gekommen, dass du zum BVB gehst und dort unterschreibst? Achso, das ist alles sehr schnell gegangen, weil da hat mein Berater mich angerufen. Dann habe ich eine Meetung gehabt mit Herr Waschke und Herr Sorg. Und das hat fast 3 Stunden gedauert. Und ja, da habe ich ein sehr gutes Gefühl nachher gehabt, weil das sind für mich seriöse, professionelle Leute, die mich sehr viel Respekt gegeben haben. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir freuen uns auch. Danke. Warum passen denn der BVB und Peter Bosch so gut zusammen? Also, BVB ist halt für mich ein sehr großer Verein, die mit sehr jungen Spielern arbeitet, die auch immer nach vorne spielen möchte, die in einem Stadion spielen, 80.000 Leute, das ist unglaublich. Ich freue mich schon auf die gelbe Wand. Da habe ich sehr viel übergehört. Und ja, das alles zusammen ist für mich etwas Spezielles. Dein Stil bei vorherigen Vereinen war ja auch offensiv nach vorne. Da können sich die Fans von Borussia Dortmund sicherlich jetzt schon drauf freuen. Das wird auch so weitergehen. Ich hoffe es. Ja. Also es ist sehr wichtig, dass wir gewinnen. Aber ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, dass wir die Menschen etwas zeigen. Und offensives Fußball, attraktives Fußball, das freut mich immer und ich hoffe auch die Fans. Unsere Fans lieben natürlich auch das Spektakel. Ich glaube, von daher wird diese Ehe, wie ich sie jetzt mal nenne, zwischen Peter Bosch und Borussia Dortmund sicherlich eine gute. Du sprichst sehr gut Deutsch. Ihr lernt das alle schon in der Schule, oder wie ist das? Nein, ich habe näher an die Grenze gewohnt mit Deutschland. Und dann haben wir früher das Fernsehen angeschaut und dann lernt man das ein bisschen. Aber das ist schon lange her. Also nach einem Monat in Deutschland, dann wird das viel, viel besser gehen. Sprichst du noch andere Sprachen? Wir haben ja auch verschiedene Nationalitäten bei uns. Ich weiß. Also, es sind keine Holländer da. Das spreche ich auch. Ja, und es gibt auch noch holländische Spieler. Ja, das ist ja jetzt deine Aufgabe, ne? Ja. Ja, aber Englisch, Französisch, ein bisschen Japanisch, das ist ja kein Problem. Ja, ich war 2 Jahre da. Und dann noch einige Wörter, das spreche ich schon. Oh Gott, das stelle ich mir wahnsinnig schwer. Kagawa. Genau. Da können wir auch nicht sprechen. Der wird ja dann noch besser. Ist schon ein sehr guter Spieler. Es sind ja nur noch wenige Wochen bis zum Trainingsauftakt. Also ein bisschen ist natürlich schon noch. Was gibt es für dich bis dahin zu tun? Natürlich auch erstmal das Umfeld kennenlernen, klar. Klar, das Umfeld kennenlernen. Wir reden über die Kader, über das Kader, die Spieler, auch mein Staff, da reden wir über. Und ich möchte mich gerne ab heute viele Spiele 90 Minuten anschauen, wo ich die Spiele noch viel besser kennenlerne. Aber man lernt die Spiele wirklich richtig, wenn man mit den Spielern arbeitet. Und das werden wir machen ab dem 7. Ab dem 7.7. Dann wissen wir jetzt auch alle schon den Trainingsauftakt. Das Team kennst du, die Mannschaft kennst du, die Spieler noch nicht. Was sagst du zum Team vom BVB? Ja, wie ich das gesagt habe, das ist ein sehr gutes Team, ein sehr großer Verein auch. Und ja, ich muss das alles noch kennenlernen. Das ist richtig. Und alle Eindrücke, auch heute schon, das ist sehr viel, aber das werden wir sehr schnell machen. Und du freust